ihr Lieben, es ist 20:07 Uhr. Ich muss mal eben das Licht ausmachen, ich sehe nämlich irgendwie nichts. Ist ein bisschen düster hier. Ja, es ist jetzt 20:07 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Heute ist Freitag. Yay, das heißt, morgen ist Wochenende. Ich freue mich. Und ja, ich werde jetzt, wie gesagt, zur Arbeit fahren. Was ist los? Was machst du? Ich habe mein Handy vergessen. Ach so. Großes Auto. Da war gerade noch mein Freund, der hatte sein Handy im Auto verloren, vergessen, und deswegen ist er gerade nochmal rausgekommen. Tja, was soll ich sagen, meine lieben Leute? Freitag ist Wochenende und Wochenende ist immer gut. Ach ja, schön. Vor allem heißt freitags für mich, dass ich nur 6 Stunden arbeite, weil wir immer die Woche über ein bisschen mehr, ein bisschen länger arbeiten. Das heißt, freitags haben wir dann immer eher Feierabend. Ja, das gefällt mir natürlich ziemlich gut. Und ja, so beginnt also heute mein Tag. Ihr habt eben schon die kleine Nala gesehen. Die liegt dann immer schön auf dem Bett, wenn ich mich schminke, und wartet auf mich. Oder bis mein Freund dann nach Hause kommt. Total süß. Richtig süß. Oder auch morgens immer, wenn ich dann duschen gehe, dann kommt sie immer mit in das Badezimmer und setzt sich auf den Toilettendeckel und wartet da so lange, bis ich da wieder rauskomme, und begrüßt mich dann total fröhlich und miauend und rollt sich dann da rum, und ich weiß nicht, das ist so eine süße kleine Maus. Ich habe gestern noch beim Tierarzt angerufen, weil sie heute das Aspirin Flut, also gestern die letzte Tablette bekommen hat, und ich jetzt abklären wollte, ob wir das halt wieder aussetzen können, weil boah, das ist echt teuer, ey. Das Aspirin und das Simintra und das dann irgendwie fast jeden Monat irgendwie zu kaufen. Millionäre sind wir nicht. Und ja, das mit dem neuen Auto und so, das ist jetzt schon viel Geld, sage ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Wie gesagt, ich fahre jetzt zur Arbeit und dann sehen wir uns später wieder. Hallo meine Lieben, es ist jetzt 1 Uhr. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger Feierabend machen, aber oh, ich hätte noch 3 Stunden länger machen können. Es war so viel noch. Ja gut, auf jeden Fall musste ich jetzt gehen, weil ich nämlich jetzt direkt einen Termin habe beim Sanitätshaus wegen meinen Kompressionsstrümpfen. Ja, da muss ich jetzt, wie gesagt, erstmal schnell hin. Bluetooth. Genau. Ich freue mich auf morgen. Morgen kriege ich meine Nägel wieder gemacht. Okay. Das war vielleicht ein klein wenig laut. Genau, ich muss jetzt auf jeden Fall ein klein wenig Hackengas geben eigentlich. Oh, das sollte ich noch schaffen in 15 Minuten. Den Termin um 7:15. Ja. Genau. Vielleicht sollte ich die Musik leiser machen. Ich weiß nicht, ob ich sonst Stress mit YouTube kriege. Genau. Ja. Und diese Huckel hier, ne, die gehen gar nicht. Voll schlimm. Das arme Auto. Ach ja. Es ist Wochenende. Wuhu. Ja, so richtig geplant habe ich nichts, außer wie gesagt morgen Nägel machen. Aber sonst Wir fahren nachher noch einkaufen. Ja, sonst so, also erstmal nichts. Hier wurde heute Morgen geblitzt auf der Hinfahrt. Zum Glück hat es mich nicht erwischt. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Obwohl ich genau auf dieser Strecke, auf der ich jetzt war, schon einmal geblitzt wurde. Aber nur mit, ich glaube, 5 km/h zu schnell. Weil, so wie jetzt gerade, da stand einer zum links abbiegen, ich wollte nach rechts und dann schnell wieder auf die linke Spur und bin dann halt ein klein wenig zu schnell gewesen beim Überholen. Doof gelaufen. Ich habe heute auch meine neue Hose an, da wird auf jeden Fall dem nächsten Video zu kommen. Allerdings brauche ich, glaube ich, für 4 Teile kein extra Video machen, weshalb ich einfach die Bestellung von Happy Size abwarte und vielleicht dann so ein Try-on-Haul-Gedöns mache. Vielleicht. Mal gucken. Insofern mir die Sachen dann auch wirklich passen, weil ich möchte mich nicht vor die Kamera stellen und irgendwie Klamotten zeigen, die mir viel, viel zu klein sind. Obwohl ich eine Problematik habe, von oben nach unten fast 2 Nummern Unterschied. Das heißt, oben passen die Sachen immer perfekt, wirklich perfekt. Und unten ist dann so viel zu eng, weil ich so eine breiten Hüften habe. Ich weiß nicht, ob das mit dem Lipödem vielleicht zusammenhängt. Weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Arzt. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Erstmal zum Sanitätshaus meine Beine nochmal nachmessen lassen für diese Strümpfe. Ich brauche unbedingt so schnell wie möglich neue Strümpfe, wenn meine jetzt gerade halt einfach gar nicht mehr gehen. Ich kriege schon, kann man das Ausschlag nennen? Ich weiß, so rote Stellen davon, weil ihr müsst euch vorstellen, ich wasche die im Grunde jeden Tag. Eventuell auch manchmal nur jeden zweiten Tag. Und das seit schon über einem halben Jahr. Ich musste jeden Tag tragen. Gut, als ich meine OP hatte, habe ich sie natürlich nicht getragen. Und so zwischendurch an einem Sonntag oder so, wenn ich weiß, ich fahre jetzt nicht so großartig hin oder so, dann trage ich sie auch nicht. Aber im Großen und Ganzen jeden Tag. Das ist mega nervig. Es nimmt mega viel Zeit in Anspruch, finde ich, obwohl ich mich schon gebessert habe. Aber ich musste jeden Morgen anziehen an beiden Beinen. Nervig, aber ich hoffe ja, wenn das mit den Kilos weniger wird, dass es dann besser wird. Och, Kollege, fahr doch ein bisschen schneller, bitte. Wenn so ein langsamer Fahrradfahrer hier vor einem ist und man nicht überholen kann. Meh. Toll. Jetzt ist auch rot. Seid ihr auch so Autofahrer, die sich aufregen? Mir wurde letztens schon von einer Freundin gesagt, dass sie das auch so macht, als sie mit mir mitgefahren ist. Das ist so, sie so, oh geil, ich mache das genauso. Ja, ich mache das auch und sage, boah Junge, jetzt schieb dich rum, hab kein Gas. Ja, man merkt, es ist Wochenende, ich bin ein klein wenig aufgedreht. Ja, mal schauen, was noch so ansteht und wir sehen uns dann, ich weiß nicht, gleich irgendwann wieder. I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Know what I'm saying? Baby, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Sky facing in some crazy intense one. Running back away. Bang 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 bang. Sometimes you only get one try. You gotta give it all you got. Cause now you got nothing to lose, so much to prove. I get too far to hear now. Gotta go hard or go home. Yeah, you're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. Indeed, so crazy like suck barrel, you're so shady. So, ich war da jetzt eine ganze Weile drin irgendwie. Oh Gott, komme ich hier überhaupt mit dem langen Auto wieder raus? So, ich war da jetzt knapp eine halbe Stunde drin. Erstmal ist die, die mich eigentlich abmessen, also meine Beine messen wollte, war nicht da. Top. Nicht. Die hat einfach mal kurzfristig abgesagt. Sondern stand ich da und dann haben die Mitarbeiterinnen das einfach mal selber in die Hand genommen. Was ich richtig gut finde. Aber jetzt sind von den Maßen her zum letzten Mal teilweise bis zu 2 bis 5 Zentimetern Unterschied. Und das kann natürlich nicht sein, irgendwie. Vor allem davor, als ich das letzte Mal da war zu messen, da habe ich davor den Tag die Strümpfe nicht getragen und an dem Tag, als ich da war, habe ich die Strümpfe auch nicht getragen. Also vorher, bevor ich da war. Und ja, jetzt habe ich die Strümpfe den ganzen Tag getragen und die Beine sind trotzdem dicker als ohne Strümpfe. Und das finde ich schon komisch. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich nochmal melden, dass wir nochmal das ausmessen. Und das ist gerade irgendwie... Ich meine, ich habe ja jetzt die letzten 2 Wochen vermehrt Sport gemacht und habe... Ich merke jetzt auch schon wieder Muskelkater, aber durch Muskelkater werden ja die Muskeln jetzt nicht irgendwie Zentimeter dicker. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich wieder zugenommen habe. Aber dass ich an den Beinen so schnell... so viele Zentimeter zunehme. Ja, weiß ich auch nicht. Es kommt mir ein bisschen komisch vor. Tja, mal abwarten, mal sehen. Ich werde dann wahrscheinlich Montagnachmittag da nochmal hin müssen. Mal abwarten. Muss ich schauen. Und ja, das heißt, vor übernächster Woche werde ich meine Strümpfe dann wahrscheinlich sowieso nicht kriegen. Das heißt, ich muss noch eine ganze Woche mit den Dingern rumrennen. Dabei wollte ich die eigentlich schon im Urlaub haben. Und ja, so richtig geschissen gekriegt habe ich sie dabei irgendwie nicht. Und die jetzt ja scheinbar dann auch nicht, weil die haben zwar in der 2. Woche von meinem Urlaub gemessen, aber dann muss es erst zur Krankenkasse und genehmigt werden. Und dann muss es halt wieder zu, muss ich halt nochmal hin zum Nachmessen. Das war jetzt heute. Also alles irgendwie ein bisschen schwierig und kuddelmuddelig. Tja, ich bin jetzt auf jeden Fall gleich zu Hause. Dann werde ich mir meine Strümpfe wieder anziehen und dann werden wir einkaufen fahren. Genau, so sieht das aus und deswegen werde ich jetzt auch hier vorne parken. Genau. So, zu Hause und wir sehen uns dann gleich. Leute, es ist so cool, bei Kaufland gibt es jetzt eine Treueaktion. Ein Treuerpunkt 5 €. Und für 20 Punkte kriegt man vergünstigt Spiele und sowas. Zum Beispiel das Labyrinth für 11,99 € oder so. Total cool. Kann man bestimmt dann auch so gut an kleine Kinder verschenken. Und so. Ja, wir sind auf jeden Fall fertig mit Einkaufen. Holen uns vielleicht gleich noch eine Kleinigkeit zu essen, also für jetzt. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Leute, wir sind wieder zu Hause und ich bin gerade so aufgeregt. Wisst ihr, was heute wieder losgeht? Vampire Diaries. Ah, die letzte, absolut letzte Staffel. Es ist traurig, aber gleichzeitig so geil, dass es wieder losgeht. Oh, ich liebe diese Serie. Damon ist schon... Wenn du das für mich tun würdest, das wäre voll praktisch. Wir brauchen so einen Wurstschneider. Wir brauchen so viel. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Für Currywurst schneiden. Ich habe übrigens hier ein Minions-T-Shirt an. Und ja, wir schauen jetzt gerade Fernsehen und ich möchte jetzt Berlin Tag und Nacht gucken. Nein. Doch. Nein, wir gucken jetzt erst Berlin Tag und Nacht. Wir essen jetzt gleich ja eh erst. Nein, ich kann aber weiß auch. Und danach schneide ich dann meinen Vlog für morgen und schon mal wahrscheinlich das Video für Mittwoch. Was? Meine Haare. Was? Schneiden. Oh, der ist so ein Schwein, ne? Ja, ich schneide ihm auch dieses Wochenende wieder seine Haare. Und ja, genau. Mehr gibt's gerade nicht zu erzählen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wann ich das letzte Mal gevloggt habe. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt hier meine Decke geholt. Mein Vlog für morgen exportiert gerade, also den ich Samstag hochlade. Das ist also der Mittwoch. Mein Freund ist am Battlefield zocken. Da ist so gerade irgendwie so eine mega krasse Störung, aber bei der ganzen PS4. Das heißt, alles hat Probleme. Der Store, generell die Verbindung und. Ja, es ist jetzt 21:45. Und es läuft ja Harry Potter. Ich bin jetzt im Überlegen, ob ich rübergehe, nebenbei schneide und jetzt dann erstmal ein bisschen Harry Potter gucke. Oder ich gucke YouTube-Videos. Die habe ich nämlich auch schon eine Weile nicht mehr geguckt. Ja. Soweit, so gut. Ich habe morgen einen Termin für meine Nägel. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen lasse. Das sind wieder 35 Euro. Jedes Mal 35 Euro. Alle 3 Wochen. Puh, irgendwie nervt mich das. Aber ich finde das auch blöd, meine Nägel selbst so runterzufallen. Aber ich bleibe immer so blöd hängen mit dem Nagel. Und besonders der hier ist so mein Problemnagel. Fokussiert er jetzt? Auf jeden Fall ist das hier mein Problemnagel. Ich finde, der ist jetzt schon relativ weit rausgewachsen. Sieht man das? Ein gutes Stückchen. So bis hier. Und das Problem ist, je länger der wird, umso mehr nervt er mich. Ich meine, der ist jetzt gar nicht so lang, wenn man so von hinten guckt. Im Gegensatz zu den anderen. Aber das ist so der Nagel, wo ich überall hängen bleibe und der mich mega nervt, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Oder, weil der sich auch irre schnell oben drauf löst. Und das wäre so der einzige Nagel, der mir Sorgen bereiten würde. Man kann sich den natürlich auch immer schön runterfallen und einfach rauswachsen lassen. Auch dann müsste ich wieder von neu anfangen und da habe ich Angst vor. Weil nämlich die letzten Mal, immer wenn ich das habe machen lassen, also das heißt immer, aber ganz am Anfang hatte ich halt mega mäßige Schmerzen. Und es hat halt mega wehgetan, auch wegen dem Feilen und so, aber es lag wahrscheinlich auch an dem Typen, der es zuerst gemacht hat. Der konnte es nämlich gar nicht. Ja, mal gucken, ich überlege mir das noch. Natürlich sind so tolle Nägel, so schön, aber alle 3 Wochen 35 Euro tun auch weh und ich möchte das nicht in irgendeinem Japan-Studio machen lassen oder China-Studio wegen Hygiene und hast nicht gesehen, in dem Studio, wo ich jetzt bin, da bin ich jetzt schon fast ein halbes Jahr, glaube ich, ne? Ich glaube fast ein halbes Jahr. Und da kenne ich die Leute jetzt quasi, also so fast alle und die machen das alle mehr oder weniger ordentlich. Nein, die machen das schon gut. Und ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Wird schon werden irgendwie. Ich weiß auch noch gar nicht, wenn ja, was ich haben will. Also danach das Mal kriege ich Chromnägel. Das habe ich schon abgesprochen, weil die dafür immer ein bisschen länger brauchen. Deswegen muss man das extra einplanen quasi. Ja, ich weiß noch nicht, was ich machen lasse. Ihr werdet es dann ja morgen sehen. Ich werde es wahrscheinlich vloggen. Ich würde mal fragen, ob ich das an sich ein bisschen vloggen darf. Vielleicht kann ich die Kamera so ein bisschen an die Seite stellen oder so. Muss ich mal gucken, was die mir so erlauben. Hello! Es ist um einige später. Ich habe wieder übel Muskelkater. Scheiße, ich kann mein rechtes Bein, kann ich gar nicht auftreten. Das ist aber echt böse. Ja, ihr kennt das nicht anders. Meine Wohnung ist extrem dunkel. Liegt unter anderem daran, dass wir es jetzt 12 Uhr abends haben. Ja, abends, morgens, wie auch immer. Ich habe noch meinen Vlog geschnitten, der morgen online kommen soll. Dann den, der übermorgen online kommen soll. Den muss ich morgen nur noch exportieren, dann ist der auch soweit ready. Und ja, wir werden jetzt langsam mal schlafen gehen. Okay, jetzt auch aus. Ja, ich bin irgendwie länger aufgeblieben, als ich ursprünglich wollte. Weil darum. Weil halt ich diese Videos nur fertig haben wollte. Weil ich das alles immer so schnell wie möglich jetzt dann fertig haben will. Damit ich da in der Woche nicht so Kram mit habe. Und jetzt am Wochenende muss ich auch noch die Videos vorbereiten für nächste Woche. Genau. Ich muss mal gucken, wie ich diese Geschichte mache, die ich da in Kooperation mache. Ob ich das vor Ort filme oder so. Egal, stört euch gar nicht daran, was ich gerade laber. Schatzi, wir müssen lüften und Nala ihre Sachen geben. Mach mal. Kannst du mal aufhören, immer so blöd zu sein? Was? Ich sag doch nur, mach mal. Jedes Mal. Der redet immer vernünftig mit mir. Weil immer, wenn ich die Kamera anhab, ist er wie ein blödes Arsch. Bin ich immer. War ich das nicht heute schon? Du bist immer ein Arsch. Aber man muss das vor der Kamera ja nicht immer so zeigen. Hallo Kamera, ich zeig dir gerne was. Willst du mal was hinkauen? Nein, das ist zu blau. Ja, ich werde mich jetzt vielleicht erstmal abschminken und Zähne putzen, dann lüften und dann ins Bettchen gehen. Zähne? Ja, ich bin nicht so eklig wie du. Ja, ich putze sie alle paar Tage, reicht doch, oder? Habt ihr das letztens gesehen bei Frauentausch? Dieser Typ, der sich jahrelang keine Zähne geputzt hat. Oh Gott, wie eklig. Da ist mir eiskalt den Rücken runter. Es läuft hier jetzt gerade übrigens Hancock. Und ich kenne den Film einfach mal so gar nicht. Mein Freund sagt schon, wie kann das denn sein? Aber ich habe mich dafür irgendwie nie so richtig interessiert. Geschweige denn irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ja, mich irgendwie für interessiert. Oh, jetzt sind hier überall die Fenster auf. Und wir lüften eine Runde. Jetzt ziehen wir das kleine Licht an, weil ich glaube, ihr seht mich einfach mal gar nicht. Hallo. Genau, die Katze bekommt jetzt noch eben ihre Medis. Weil ich habe keine Lust darauf, dass sie uns hier irgendwie die Bude vollpiekelt. Ich habe übrigens mit der Tierärztin gesprochen, dass sie diese Tabletten hier erstmal nicht mehr nehmen muss. Die Flut. Den Rest allerdings schon erstmal noch. Ding. Wir müssen die kleine Maus immer ein bisschen verarschen. Och, Baby. Es sind nur kleine Sachen heute. Guck mal, nur das. So, wir werden jetzt überall die Fenster wieder zumachen und dann auch ins Bettchen gehen. Irgendwas im Auge. Ist gerade irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, ob euch das besser gefällt, wenn ich euch so nehme. Also euch direkt die Kamera so nehme. Weil ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht weniger wackel. Ich weiß nicht. Ich glaube, ein so großer Unterschied ist das nicht. So muss ich halt irgendwie den Arm viel weiter wegstrecken. Wenn ihr irgendwie was sehen wollt, und mit dem Stativ habe ich halt immer noch ne? Eine Verlängerung. Genau. So. Davon kriegt man echt einen schweren Arm. Unser nächstes Projekt wird wahrscheinlich sein, dass wir den Flur weiß streichen. Der ist ja jetzt grün, weil als wir hier eingezogen sind, konnten wir das nicht richtig machen. Ihr seht, grün. Weil wir von heute auf morgen quasi umziehen mussten und wir die Tapete geschenkt bekommen hatten. Nana, komm rein. Nein. Genau, wir haben die Tapete geschenkt bekommen und wir waren halt in Not. Wir konnten uns das nicht wirklich aussuchen und wir waren halt mega dankbar, dass wir die Geschenke gekriegt haben. Und da hinten die Wand wo die Spiegel jetzt hängen, die war auch mal rot. Und im Schlafzimmer die graue Wand war auch mal rot. Wir haben das halt alles nach und nach gestrichen. Und ja, ich denke, das werden wir bald auf dem Flur auch tun. Weil ich finde, das Grüne, das drückt irgendwie nochmal mehr. Das sieht so auf der einen Seite sehr freundlich aus, aber auf der anderen Seite mittlerweile gefällt es mir nicht mehr so gut. Also meine Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann jetzt für heute. Ich hoffe, euch hat der Vlog Spaß gemacht. Und ja, abonniert sehr gerne meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns dann morgen natürlich wieder zu einem neuen Vlog. Tschüss!